Einfach mal wegschmeißen. Ihr seht gerade nicht, dass ich gerade eine Bildschirmaufnahme starte. Ich habe gerade ein Lichtles Bildschirm drin. Also Lichtle macht gerade ein offizielles Unboxing von seinem neuen MacBook Air Pro, richtig? MacBook Pro. MacBook Air Pro. Okay. MacBook Air Pro, siehst du? Da ist irgendwie das Kabel gut. Das war doch die Hütte, wo sie vergessen haben, ein DVD-Laufwerk einzubauen, richtig? Ja, das vergisst man nicht, das ist extra so. DVD-Laufwerke, wer braucht das heute? Ich wollte witzig sein. Ach so, ja. Jetzt guck mal und bam, fällt's runter. Oh. Oh shit. Mal sehen. Oh shit. Ja, neu ist schon es, neu, wa? Das neu ist schon ziemlich neu. Heavy. So, ich dreh das Teil mal auf. Sag mal ein paar Daten. Wo ist das Ding? Warte. Wo steht denn das jetzt? Ja, ich kann es nicht auswendig aus. i5. Ja. Weil der Unterschied zum i7 so minimal ist, dass es keinen juckt. 8 GB RAM mit 1866 MHz. Normal sind 1300, also ist relativ schnell. Ja. Na und 8 GB ist auch schon einiges. Also ganz ehrlich, das ist schon richtig ins Gesicht. Ja, und dann halt, das Display mit 2 oder 3 oder 4K Auflösung. Ja, das ist schon heftig dann. Und das unser neues Trackpad, das das nicht mehr drückt, sondern das geht so mit Motoren, dass das sich dann so anfühlt wie ein Trackpad, aber es ist in Wirklichkeit, es bewegt sich in Wirklichkeit gar nicht. Das ist richtig heavy, das fühlt sich so komisch an. Ja, Lichtle, der kleine Gönner. YouTube Money. Sehr geil. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Dieses Unboxing-Video werdet ihr... Richtig heftiges Unboxing-Video. So lang vor allem. Ja, genau. 4K-Qualität. Genau, ja. Es hat für mehr Qualität jetzt momentan nicht gereicht, aber ich dachte mir auch, ach komm, das sollte man mal zeigen. Ja, damit schneidet man als YouTuber dann einiges an Videos. Das ist unser Arbeitswerkzeug. Also meins nicht, ich stehe nicht so auf Mac. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein kleiner Loser. Ich wünsche euch was, ihr haut rein.